das Besondere an der Geschichte ist, der enthält 20% Grillmehl. Das heißt, da sind Insekten mitverarbeitet. Was in anderen Ländern mit Sicherheit schon eine etwas bekanntere Geschichte ist, ist jetzt in Deutschland ganz neu auf dem Markt. Wie dieser Riegel schmeckt mit der Geschmacksrichtung Ananas und Kokosnuss, probiere ich einmal für euch. Und geschmacklich ist dieser Riegel voll in Ordnung, schmeckt, ist von der Konsistenz etwas trocken, aber geschmacklich geht das echt. Zusammenfassend kann man sagen, das ist eine gute Sache, weil es doch sehr gesund ist, viele Proteine enthalten sind. Heißt auch für Leute, die im Bereich Fitness aktiv sind, mit Sicherheit eine gute Option. Ist zudem glutenfrei. Allerdings für mich persönlich kann ich sagen, ein Schokoriegel ist mir dann doch etwas lieber.